möchten heute ein super Spiel abliefern. Die Jungs sind heiß. Die Saison war lang und jetzt möchten wir es krönen mit dem Aufstieg. Die Jungs haben es verdient und ich hoffe, das klappt auch. Wir wollen uns hier nicht verstecken heute gegen Heidenheim, weil wir haben ja das erste Spiel 0-2 verloren und das zweite 0-0 in Heidenheim, was wir normal 1-0 gewonnen hätte, aber hätte Fahrtkette. Ja, wir wollen heute gut positiv auftreten. Ja, wir verschenken hier nichts. Wir wollen schon Vollgas geben heute.
gestern die entscheidende 0. Herzlichen Glückwunsch an die Süd. Es war einfach ein geiles Spiel, alle haben gekämpft. War einfach richtig geil. Wir haben manchmal halt Punkte liegen lassen, aber trotzdem am Ende haben wir gekämpft und es war einfach verdient, finde ich. Ja, wir müssen sagen, das Spiel unterm Strich entscheidet heute dieses eine Tor, wo auf unserer Seite die letzte Fingerspitze noch dran war und auf der anderen Seite das Ding wirklich auch super schön verwandelt wurde. Im Verlauf vom Spiel, denke ich mal, gab es immer Phasen, wo Sandhausen am Drücker war, wo wir am Drücker waren. Aber unter anderem war es ein verdientes Finale, muss man sagen, für beide Mannschaften. Wir haben beide hierher gehört. Wir hätten auch beide, nach meiner Meinung nach, in die Regionalliga gehört. Und unterm Strich muss man einfach sagen, dieses eine Tor, dieses eine entscheidende Quäntchen Glück am Ende entscheidet über Auf- und Abstieg oder über Aufstieg und Verbleib in der Liga. Und da einfach Gratulation auch an die Sandhäusner, die genauso eine klasse Runde gespielt haben wie wir und jetzt trotz auch verdient in der Regionalliga nächstes Jahr spielen dürfen. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Ein Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Und wir singen! Oh, 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 oh. Ja, war natürlich klar, es war ein Spiel auf Augenhöhe, eigentlich die ganzen 70 Minuten lang. Heidenheim hätte es genauso verdient gehabt. Wir hatten in der ersten Halbzeit das Glück, dass unser Tormann sehr gut hält bei der 1-gegen-1-Situation. Und der Sergio halt so einen Schuss raushaut, war natürlich Weltklasse. Und das Spiel lief uns dann aber auch ein bisschen in die Karten. Heidenheim musste mehr kommen. Und wir haben eigentlich bis auf zwei Fernschüsse nichts mehr zugelassen in der zweiten Halbzeit. Ja, aber der Glücklichere hat heute... Der Glücklichere hat heute gewonnen und es waren wir und wir nehmen das natürlich gerne an heute. Wie geht es jetzt weiter? Feiert man jetzt heute noch ein bisschen? Ich gehe mal stark davon aus, ja. Die Vorstandschaft ist hier vom Jugendvorstand, der Nachwuchszentrumsleiter und ich denke schon, dass sie was springen lassen, ja. Ich bin glücklich, es war wichtig für die Mannschaft, für den Erfolg und ich freue mich einfach nur, dass wir aufgestiegen sind.